Jetzt Bükow zu Stolberg. Rückpass Fuhrer und das 1:0. Ablenker Derne. Und das erste Tor in der neuen BCF Arena schießt Fribourg Gotteron in der Person von David Derne. Keine Chance für Melvin Niefeler nach diesem Hammer von Fuhrer. Stolberg zu Fuhrer. Und klar noch der Ablenker von David Derne. Nichts zu machen für Niefeler. Aber da müssen sich die Rapperswiler Verteidiger an die eigene Nase fassen. Die einige Risiken birgt. Schön gemacht von Di Domenico. Pass auf Schmid. Schmid, dessen Pass kommt an. Und Yannick Herren macht sein Tor dennoch. Hatte schon im ersten Drittel eine Riesenchance. Jetzt reüssiert der Neuzugang von Lausanne. 2:0 für das Heimteam, 2:0 für Fribourg-Gotteron. Und jetzt ist es auch Spielanteile adäquat. Aber klasse gemacht von Schmid. Und natürlich muss man sich auch diesen Treffer kurz ansehen. Wann wurde das Tor von Melvin Niefeler verschoben? Ist klar. Wir haben mitgehört. Und es steht fest, es steht 2:0 für Fribourg-Gotteron. Moses. Und dann kommt der Anschlusstreffer. Cervenka trifft. 1:18 vor Schluss. Die Rapperswiler haben alles versucht, um zu diesem Tor zu kommen, haben die Linien, die Kräfte gebündelt. Jetzt noch Niefeler raus und da kommt der Treffer zum 1:2. Cervenka kommt an diesen Abpraller und verwertet. Und so muss sich auch Reto Berra geschlagen geben.